Hallo zusammen, hier ist wieder Deutschland und heute wieder für euch in Battle for Azeroth unterwegs. Und zwar wollte ich euch heute wieder so einen kleinen Mount Guide präsentieren. Heute geht es um ein Mount, was ich schon lange erwarte, beziehungsweise sicher der ein oder andere von euch auch. Es ist nämlich das Bienenmount. Und dieses schimpft sich Honigrückenernterin. Und das können wir jetzt in Patch 8.2 erspielen. Für dieses Mount müssen wir aber erstmal eine Ruffraktion freischalten. Wie wir das machen, will ich euch jetzt mal zeigen. Als allererstes braucht ihr nämlich ein Pet, und zwar schimpft sich das Hummelbummel. Mit dem werden wir jetzt gleich einsteigen. Wie ihr das bekommt, habe ich in dem Video schon gezeigt. So als grobe Rahmeninformation, ihr müsst dafür erst ein Item hier im Sturmsangental besorgen. Und zwar droppt es hier von so Elementaren. Und bevor ihr das machen könnt, müsst ihr aber hier diese Sidequests alle abgeschlossen haben. Heißt, ihr solltet erstmal gucken, wenn ihr nicht komplett hier durchgequestet habt, erstmal hier ein bisschen rumfliegen, schaut, ob ihr die Sidequests abgeschlossen habt, dann das Item besorgen, in Boralos zum NPC bringen, zurückkommen, so einen Daily-Typen freischalten, der hier auch in so einem Keller hockt, und dann müsst ihr 7 Tage hintereinander oder einfach 7 Tage allgemein eine Daily machen, und dann bekommt er das Achievement Flotte Biene und dementsprechend Hummelbummel. Wie gesagt, wie es genau funktioniert, habe ich ein Video gemacht, verlinke ich euch. So, wir steigen jetzt hier ein, sobald wir dieses Pet haben, Hummelbummel, das man seit Anfang von BFA erspielen kann, deswegen mache ich das jetzt hier ein bisschen kürzer. Sobald wir das haben, können wir einmal hier uns Hummelbummel rausholen und müssen zu einem NPC. Und jetzt kommt der Part, den man neu ab 8.25 spielen kann. Und zwar haben wir hier unten mit den Koordinaten 69, 64 einen NPC. Und diesen NPC kann man anlaben und hat einen Dialog, sobald man Hummelbummel rausgeholt hat. Ich bin hier mit Hummelbummel reingelaufen, wer anders hat ihn angelabert, den Dialog getriggert, und dementsprechend hat das für mich mitgezählt, denn sobald das geschieht, man kriegt hier nämlich keine Quest oder irgendwas, sieht man diese Wolken hier, ihr seht das, und diesen Wolken müssen wir jetzt nämlich folgen bis zu einem bestimmten Ziel, ja. Ihr seht, hier ist die erste Wolke, da haben wir die nächsten Wolken, und diese Wolken seht ihr erst, wenn ihr diesen Dialog mit der Hummel Hummel hier quasi getriggert habt. Also keine Angst, selbst wenn bei euch kein Dialog ist, dann hat ihn wahrscheinlich wer anders schon getriggert und ihr wart daneben mit der Hummel gestanden, so wie es bei mir der Fall war. So, wir fliegen jetzt hier diesen Wolken einmal nach. Und zwar weiß ich schon, wo es hingeht, weil ich mir das auf dem PTR schon mal so ein bisschen grob zumindest angeguckt habe. Wir fliegen nämlich jetzt einmal hier hoch, und zwar ist da eine Höhle mit einer großen Bienenkönigin, und da müssen wir jetzt gucken, dass wir diese Bienenkönigin gnadig stimmen, denn wenn wir sie nicht gnadig stimmen und in ihre Höhle reinfliegen, dann werden wir rausgeportet, kriegen so einen Debuff, und ja, das ist eine böse Sache. Übrigens, am Rand, eine kleine Information, das ist ein Ally-Only-Mount. Auch schon diese Daily, um die Hummel zu kriegen hier, Hummelbummel, ist Ally-only, also ihr kriegt es nicht als Hordler. So, jetzt sind wir hier angelangt, wir sind diesen Dinger nachgeflogen, und ihr seht schon, wir haben hier so eine Warnung, und dann kommt hier die Königin und versperrt uns den Weg in die Höhle rein. Und jetzt haben wir hier quasi unseren Typen, Ingmar ist auch wieder aufgetaucht, und wir können mit ihr quatschen, aber sie ist nicht so freudig erregt, dass wir hier einmal aufgetaucht sind. Und jetzt haben wir wieder einen Dialog von ihm. Und als nächstes müssen wir so ein Gelee sammeln, das wir der Königin anbieten wollen. Und jetzt müssen wir hier in der Umgebung schauen, wo so ein Gelee ist. Und zufällig liegt hier so ein Haufen rum, und den sammeln wir jetzt mal auf. Und sobald wir das getan haben, gehen wir einmal zurück. Und müssen wahrscheinlich einen von beiden anquatschen. Sie können wir anquatschen, und zwar können wir der das Gelee geben. Oh, jetzt sticht sie zu. Das mag sie nicht. Jetzt müssen wir mal gucken. Jetzt müssen wir ihn wieder anquatschen und triggern quasi den nächsten Dialog. Jetzt stellt er sich vor, ich heiße Ingmar. Das beeindruckt die Biene bestimmt. Schön, euch kennenzulernen. Wunderbar. Also die Bienenkönigin mag uns jetzt anscheinend ein Stück mehr. Wir haben ihr das Gelee gebracht, das fand sie jetzt erstmal nicht so interessant. Aber anscheinend mag sie den Ingmar, ne? Sehr interessant, sprechen wir weiter. Gut, ich verstehe natürlich nicht, was die Bienenkönigin von uns will. Überlasst das nur mir. Also man hat jetzt quasi mehrere Dialogfenster von ihm, und die Bienenkönigin macht immer irgendwelche Bewegungen. Einmal tänzelt sie, dann zuckt sie, dann dreht sie sich um. Man sieht das halt quasi immer hier nur im Chat, beziehungsweise sieht halt die Bewegungen von ihr. So, jetzt hat sie die Höhle hier freigemacht, und jetzt können wir reingehen
Und ihr seht, da haben wir jetzt die Bienenkönigin quasi. Und die hat hier verschiedene Waren im Angebot, die man kaufen kann. Und zwar haben wir hier immer das Gelee als sogenannte Währung. Und das müssen wir jetzt nämlich abgeben, um die Bienenfraktion einmal hochzubekommen. Hier erzählt er uns nochmal, wie das Ganze funktioniert. Immer dieses Gelee besorgen können. Und ihr seht, hier können wir einmal unser Gelee anbieten und dann kriegen wir 20 Ruf. Und unser Ziel ist es jetzt einmal, diese Bienenkönigin-Fraktion auf Max zu bekommen und dann können wir uns hier das Mount besorgen. Das ist jetzt erstmal so der Einstieg. So, ich habe mir das gleich jetzt schon mal ein bisschen genauer angeguckt, wie das Ganze funktioniert und will euch das jetzt gleich mal zeigen. Als allererstes schauen wir uns mal an, wo wir das Bienenmount überhaupt herbekommen. Wir bekommen das nämlich über eine Questreihe her und zwar heißt diese Quest den Stock verlassen Ernterin. Und diese Quest können wir quasi hier bei der Bienenkönigin in der Höhle kaufen für 35 Gelee und zwar Gelee Royal. Das ist das Epische. Eins habe ich hier übrigens auch schon im Inventar. Und wir brauchen zwei weitere Voraussetzungen, um überhaupt das kaufen zu können. Einmal müssen wir unsere Honigrücken-Schwarmfraktion auf Ehrfürchtig haben. Also das müsst ihr hochfarmen. Und wir brauchen auch noch eine ausgewachsene Honigrückenernterin. Und das ist quasi eine andere Fraktion. Und zwar dieser Balken hier. Heißt, indem wir Gelee abgeben, kriegen wir Ruf für unsere Honigrücken-Schwarm-Fraktion. Aber wir füttern auch hier diese Larve quasi heran und wir müssen sie so lange heranfüttern, bis sie hier den ausgewachsenen Status erreicht hat. Das ist quasi ja das Ziel daran. Indem wir Gelee abgeben, kriegen wir beides. Und wir haben jetzt hier verschiedene Arten von Gelee und ich kann euch das mal zeigen. Wir geben jetzt zum Beispiel mal das kleine ab, das grüne. Ja, dann kriegen wir halt hier 20 Ruf und wir kriegen hier minimal den Fortschritt weiter. Ja? Jetzt geben wir es mit dem 37, jetzt geben wir es mal nochmal ab, dann haben wir 42. Ja? Also es bringt 5 müssten das sein, oder? Ja, 5 Stück kriegen wir halt hoch. Und 20 Ruf. Dann haben wir hier das mittlere, also das blaue Gelee. Das geben wir jetzt auch mal ab. Wie viel sind wir denn? Wir sind bei 47. Oh, da sind wir jetzt bei 67. Okay. Und wir kriegen hier 80 Ruf. Und dann haben wir noch das royale Gelee. Das geben wir mal ab. Oh, das bringt gut was. Und dann kriegen wir 160 Ruf für die Fraktion. Also sprich, indem ihr einfach Gelee sammelt, könnt ihr beides hochbekommen und mit dem Gelee könnt ihr am Ende auch das Mount kaufen. Das ist vielleicht schon mal so die erste Information. So, wo kriegen wir jetzt überall das Gelee her? Beziehungsweise, was können wir noch so an Items brauchen? Es gibt nämlich auch ein Item hier, diese Geschichte, diese Brille für 20 Gelee, das solltet ihr euch auf jeden Fall kaufen, denn dann seht ihr das Gelee auf der Karte angezeigt. Es gibt insgesamt drei Hauptquellen, um an Gelee zu kommen. Das erste ist ein Ramob, der ist hier Honigkauer, der läuft hier unten rum, den könnt ihr einmal am Tag umhauen. Der hat mir auch ein blaues Gelee, ein episches Gelee gedroppt und ein paar kleine. Und wenn ihr ihn umhaut, kriegt ihr 500 Ruf von dem. 500 Ruf, wenn ihr den umhaut, pauschal und dieses Gelee. Übrigens, die ganzen Gelee-Sachen, egal welche Stufe, sind alle, tutti kompletti, nicht seelengebunden. Ihr seht, hier läuft er rum, ich habe ihn heute schon umgehauen, deswegen hat er jetzt nur noch einen, ja, einen, Ra-Balken und nicht mehr, einen Elite, nicht mehr so ein Ra-Silberdrachen quasi außenrum. Genau, also ihr könnt dieses Zeug komplett im Auktionshaus kaufen. Wenn ihr 5 Millionen Gold habt, steckt das alles ins Auktionshaus und habt das fertig. Ihr könnt es aber auch mit Twinks farmen und da würde ich euch empfehlen, mit jedem Twink, den ihr habt, den hier einmal umzuhauen und das Gelee zu einem Char zu schicken. Ich habe zum Glück ein paar mehrere Chars. Was ich noch testen muss, ob man mit den Chars vorher die Pre-Quest gemacht haben muss. Also, oder was heißt die Prügel, also dieses kleine da hochlaufen oder ob es sofort geht, das muss ich mal noch ausprobieren. Werde ich euch dann in die Kommentare gerne schreiben oder vielleicht ist ja einer von euch sogar schneller. Genau, das ist das eine. Das nächste ist, dass man das Gelee überall auf der Karte findet. Ich kann euch das mal kurz zeigen. Und zwar gibt es hier auch einen guten WoW-Head-Artikel dazu, der das alles nochmal schriftlich erklärt, werde ich euch auch verlinken. Und hier ist es so, dass das die Koordinaten sind von den, ja, von den Gelee-Dingern, die man aufheben kann. Und ihr seht, es ist quasi das komplette Gebiet, außer das hier hinten ausgenommen und die kleine Insel. Also überall sind diese Gelee-Teile. Ehrlich gesagt, ich bin ein bisschen rumgeflogen, habe bis jetzt noch keins so auffinden können, weil die ziemlich winzig sind. Ich würde euch da empfehlen, sobald ihr 20 Gelee habt, im Gegensatz zu das, was ich gemacht habe, war jetzt dumm, das einzulösen, aber ich wollte es euch einmal zeigen, euch die Brille zu kaufen. Ja.
dann, wie gesagt, dann seht ihr es auf der Karte. Das ist so das Erste, was ihr machen solltet. Und das Nächste, was ihr noch machen könnt, ist ein Event. Und zwar gibt es verschiedene Events. Ich kann euch das hier mal zeigen. Wo ihr so kleine Bienen habt, die könnt ihr anklicken und dann ist auf der Karte auch so ein Rare-Symbol quasi und dann kommen mehr Mobwellen, am Ende kommt ein Rare, den müsst ihr ein paar Prozent runterhauen und wenn ihr das gemacht habt, dann spawnt quasi so ein Bienengelee-Waben-Ding, das könnt ihr aufmachen, da ist auch relativ viel drin und das könnt ihr so oft machen, wie ihr wollt. Vorher war ich in der Gruppe, die meinte, sie warten jetzt nochmal eine Viertelstunde, ich schätze mal, die respawnen jede Viertelstunde, vermute ich jetzt mal, die meinten das zumindest. Also da könnt ihr gucken, da ist auch relativ gut drin. Empfehlenswert, wie gesagt, ist auf jeden Fall, dass ihr mit allen Twinks, die ihr habt, einmal den Typen umhaut, das zu eurem Char schickt und dann könnt ihr theoretisch auch im Auktionshaus Zeug kaufen, beziehungsweise ja, dementsprechend das von den Chars zusammenschicken. Denk mal, das kann man, wenn man da ehrgeizig ist und viele Chars hat, relativ zügig farmen. Es ist nicht gegatet. Wenn ihr es bequem haben wollt, dann haut ihr jeden Tag mit eurem Main einfach nur den Boss hier um und habt das halt dann langfristig ohne viel Zeitaufwand. Das kann man natürlich auch so spielen. Ich werde jetzt ein bisschen reingrinden, würde ich mal sagen. Soll ich nur irgendwas anderes rausfinden, schreibe ich euch das gerne in die Kommentare. Es gibt anscheinend auch so ein Item, dass man sich hier zu diesem Bienenstock zurückporten kann. Ja, dafür jetzt irgendwas auszugeben, halte ich jetzt nicht für sinnvoll. Es gibt auch noch also hier ist das Port-Item, aber das kann man erst ab ehrfürchtig kaufen, also irgendwie ein bisschen sinnlos. Und da gibt es noch ein Item, dass man quasi mehr Speed hat. Ja, ist auch nett, aber brauchen tut man es nicht unbedingt. Genau, das sind so alle Infos, die ich euch bis jetzt geben kann. Wie gesagt, harter Grind und Twinks sind hier, denke ich mal, eine schickige Sache. Wenn ihr Gold machen wollt, könnt ihr sicher jetzt am Anfang auch das Zeug verkaufen, wie blöd, und damit einen Haufen Kohle verdienen. Und ja, vielleicht kann der eine oder andere sich da eine goldene da Nase mitverdienen. Gut, das war's mit dem kleinen Videoguide. Ich hoffe, dem einen oder anderen konnte ich ein bisschen weiterhelfen. Beziehungsweise eins habe ich noch vergessen, ihr könnt diese Gelee-Dinger hier rumtauschen. Also keine Sorge, deswegen habe ich auch meine epischen hier abgegeben. Ihr könnt mit dem Grünen, mit 8 Grünen, könnt ihr quasi ein episches kaufen und ihr könnt das epische auch wieder gegen das Grüne umtauschen. Also das funktioniert ohne Probleme, das Zeug hin und her zu tauschen. Falls ihr euch denkt, soll ich alle epischen aufheben, nicht, dass ich am Ende das Problem kriege. Wirklich kein Stress, ihr könnt es tauschen, gar kein Problem. Gut, das war's. Ich hoffe, ich konnte euch helfen. Euer Tila, bis zum nächsten Mal. Ciao.